Er ist ein Kater. Er spielt Videospiele. Sein Name ist GamerCat! Episode 17. Herzlich schmerzlich. Hey Pixel, was ist ein Valentinspartner? Hä? Oh, das ist jemand, den du sehr gern hast. Jemand, mit dem du gut zurechtkommst. Jemand, mit dem du viel Zeit verbringst und mit dem du deine Interessen teilst. Also, jemand Hübsches? Jemand, der gerne Games spielt? Ja. Möchtest du mein Valentinspartner sein? Oh, bist du goldig! Natürlich! Wow, der Kurze hat Mumm. Ich sollte ihn in den Park mitnehmen. So, Kurzer, heute wirst du mir helfen, eine flotte Mieze rumzukriegen. Und wie? Du hast noch diesen natürlichen Unschuldsblick, den die Mädels so vergöttern. Wenn sie dich mögen, mögen sie mich gleich mit. Ich weiß ja nicht. Hey da, mein Name ist GamerCat. Wie geht's uns denn so an diesem traumhaften Tag? Oh, hallo. Mir geht's gut, danke. Das hier ist mein kleiner Bruder. Sein Name ist Glitch. Ah, der ist aber schnuckelig. Was mache ich jetzt? Sag einfach das Erste, was dir in den Sinn kommt. Einmal hat GamerCat sein Essen ausgekotzt und es dann einfach nochmal verdrückt. Hi, sorry für die Störung. Ich bin GamerCat und das ist mein kleiner Bruder Glitch. Ich... Er redet nicht viel. Möchtest du vielleicht was essen gehen mit mir? Uns? Ich weiß nicht, ob... Ach komm schon, warum nicht? Ist mein kleiner Bruder nicht herzallerliebst? Sweet! Noch ein Arschkriecher! Sweet? Du benutzt den Kurzen, um dich an meine Schwester ranzumachen? Schwester? Du hast eine Schwester? Ich hab 8. Willst du deine miese Schleimertaktik bei ihnen allen ausprobieren? Danke, ich will weiterleben. Lauf! Ich kann nicht fassen, dass du auf den Kurzen angewiesen bist, um Frauen anzusprechen. Bin ich auch nicht. Es kam mir nur wie eine gute Idee vor. Gib doch einfach zu, dass du keinen Mumm hast. Hab ich wohl. Du wirst schon sehen. Hi, ich bin GamerCat. Cooler Laptop. Danke. Magst du Videospiele? Na klar. Krasse Sache. Willst du meinen maßgefertigten Joystick ausprobieren? Okay, du hast Mumm. Super Distanz, aber an deiner Landung musst du noch fallen. Halt's Maul! Also echt, das ist schon traurig, dass du den Kurzen dafür benutzen musst, nur damit du Frauen ansprechen kannst. Ey, bis jetzt steht's 3-0 für mich! Oh, ich bin ein furchtbarer Sidekick. Hey, Glitch! Oh, hi! Jan, richtig? Eigentlich heiße ich Nano. Ich hab dich seit dem Interview nicht mehr gesehen. Ja, ich wollte mich übrigens noch für die Sache mit den Pop-Tarts entschuldigen. Das war echt schräg. Ich war einfach so nervös, in nächster Nähe eines Prachtkerls wie GamerCat zu sein. Warte, du magst GamerCat. Aber hallo. Oh, und du bist ein Mädchen. Ja, soweit ich weiß. alles okay bei dir? Musst du etwa pupsen? GamerCat! GamerCat! Was ist denn los, Kurzer? Ich habe ein Mädchen gefunden, das ich mag. Was? Echt? Ja, sie denkt, du bist ein Prachtkerl. Wow, klasse Job. Wo ist sie? Glitch, was ist das? Deine neue Freundin. Warte, lass los. Ich glaube, hier gibt es ein Missverständnis. Nein, wirklich. Ich wäre eine super Freundin. Außerdem vergöttere ich Videospiele. Ich bin richtig gut darin. Ach ja? Was ist dein Favorit? Dark Souls. Okay, jetzt fühle ich mich unbehaglich und verstört. Hör mal, Nano, du bist ein nettes Kätzchen, aber du bist zu jung für mich. Ich werd noch groß. Ich kann nicht dein Freund sein, aber ich kann dein Kumpel sein. Okay? Okay. Hey nochmal. Ich wollte mich nur wegen vorhin entschuldigen. Ich hab wohl überreagiert, als ich dich geschlagen hab.
Ach, passt schon. Ich sollte echt aufpassen, wie ich manche Dinge formuliere. Hm. Hammer! Das ist mein zukünftiger Mustergatte. Und wenn du nicht ganz plötzlich abschwörst, spürst du meinen Sonnenlichtspeer. Komprende? Preiset die Sonne! Ich bin schon weg. Heute noch. Nein, warte! Ich glaube, wir sollten ernsthaft ein paar Grenzen ziehen. Wieso? Ey, was geht denn hier ab? Hä? Und du bist? Er wird mich platzmachen! Hä? Die Finstergeister sind da! Was machst du denn da im Gebüsch? Das ist doch echt unglaublich. Geht das jetzt schon wieder los? Ich checke die Lage aus. Dieser garstige Gorilla hält die Liebe meines Lebens gefangen. Sweet ist doch kein Gorilla. Hast du einen Knick in der Optik? Ich sehe die Dinge, wie sie wirklich sind. Fürchte dich nicht, mein holder Prinz! Lady Nano rettet dich vor diesen Nacktnasenprimaten! Okay, du schaffst das. Ruf einfach an. Und sei ehrlich. Hey, ich bin's. Schau mal, ich muss mit dir über etwas Wichtiges reden. Weißt du, du bedeutest mir so viel. Wir kommen nicht immer gut miteinander aus. Manchmal machst du mich so wütend. Und ich gebe zu, dass ich dich schon mal als selbstverständlich betrachte. Wir sind sicher kein perfektes Paar. Aber wir sind auch kein schlechtes Team. Deshalb möchte ich dir nur sagen, dass ich liebe dich. Ich denke an das, was du für mich tust, jeden Tag und... Wieso passiert das immer am Valentinstag?